Ja, und man gehört nicht zum alten Eisen. Die Jahre zwischen 30 und 60 sind genauso lang wie die von 60 bis 90. Und Sie motivieren, liebe Frau Sabine Oranien, dass ich das Business nach dem Business starte. Denn Sie sagen, was soll ich jetzt nur die Enkelkinder versorgen oder nur das Ehrenamt leben? Ich habe so viel Wissen und Kapazitäten, die gehören in die Welt. Und warum nicht einen neuen Halbtagsjob aufbauen? Herzlich willkommen in der Runde. Hallo. Wenn ich an das Kapital der Lebenserfahrung denke, da kommen Sie ins Spiel, liebe Frau Sabine Oranien, als Seniorunternehmer, Business Coach könnte ich jetzt mal sagen. Das heißt, die Seniorunternehmer, die gerade, sage ich mal, in den Ruhestand gehen, die kommen so aus 70 Stunden Arbeit und wenn sie jetzt nichts tun, sagen sie, dann würden sie in ein Loch fallen. Also wo ist diese Chance für unsere Gesellschaft und für den Einzelnen, wenn er sagt, das Business nach dem Business ist eine coole Idee, da fange ich mit an? Naja, es ist, also ich betreue hauptsächlich Unternehmer, die halt schon 20, 30, 40 Jahre selbstständig sind. Und für die ist es extrem schwierig, dann auf Null runterzufahren. Die wollen ja weiter aktiv sein. Und sehr oft haben sie ihr Unternehmen bereits abgegeben. Also in dem alten Unternehmen können sie jetzt nicht mehr arbeiten. Und da ist halt die Frage, was kann ich tun? Wie kann ich aktiv weiter am Leben teilhaben? Und wie kann ich das, was ich bisher alles erfahren habe in meinem Beruf, in meinem Leben, neu zusammensetzen und daraus ein neues Business zu schaffen und zum Beispiel mein Wissen weiterzugeben an die nächste Generation oder an junge Unternehmer? Aber definitiv nicht wieder 70 Stunden. Nein, nicht mehr 70 Stunden, denn ja, wir werden ja alle älter und wir haben ja auch noch viele andere Sachen, die wir erleben möchten. Der eine oder andere hat so eine Löffelliste, wo so das eine oder andere draufsteht, was er noch erleben möchte. Und ich sage halt, ja gut, der eine 20 Stunden, der andere 10 Stunden in der Woche, das reicht ja völlig aus. Mhm. Und dann nochmal schön Geld zu verdienen auf entspannte Art und Weise und dann noch Zeit haben für die anderen Sachen, ist doch ideal. Jetzt ist ja die Idee, da sind ja ganz viele Träume und Forderungen auch von außen auf so einen Menschen. Wenn der jetzt sagt, mein Traum ist ein Restaurant aufbauen, ich komme aber aus dem Sanitär- und Heizungshandel, würden Sie sagen, ja, machen Sie? Oder was wäre dann so Ihr Ratschlag? Soll er sich das antun oder was sind die Ideen an der Stelle? Naja, wenn es ein Jugendtraum von ihm ist und er das schon immer machen wollte, warum nicht? Man soll ja seine Träume leben. Ich persönlich finde das nicht ganz so ideal, weil dann ist man ja wieder gebunden. Mit einer Gaststätte hat man Öffnungszeiten und ja, ist vielleicht nicht ganz so das Ideal. Wir wollen ja was Entspannteres haben. Aber es gibt natürlich auch diese Beispiele. Also eleganter finde ich das dann schon, wenn man guckt, was hat man bisher gemacht und sein Wissen neu zusammensetzt und guckt, wie kann ich das jetzt nach außen bringen. Und da hat man natürlich den Vorteil, dass man das von überall her machen kann. Das kann man von zu Hause aus dem Büro machen. Das kann man auch, wenn man sagt, okay, ich will jetzt 3 Monate vielleicht mal in die USA. Dank Internet kann man das halt auch von dort betreiben, sein Business. Mhm. Sie machen ja richtig Mut, Frau Sabine Oranien, zu sagen, komm, fang noch mal von vorne an. Wie viele sehnen sich nach der Rente und denken, fertig? Und dann kommt ein großes, großes Loch, wenn ich da nicht vorbereitet bin oder mir Gedanken mache. Wenn Sie mit Seniorunternehmen sprechen, die sagen, ich fange noch mal an, was sind da so die größten Themen, die mit Ihnen besprochen werden? Naja, zum einen ist es ja die Sache, viele wissen gar nicht, was soll ich denn jetzt machen. Zum Beispiel, ich habe einen Handwerksmeister im Heizungssanitärbereich. Da hat erstmal die Nachfolge gut geklappt. Der hat das an seinen Sohn übergeben, schon mit 55. Und hat jetzt unter dem Sohn mitgearbeitet im Unternehmen. Das ist jetzt 5 Jahre her, ist jetzt also 60. Und nun sagt der Sohn natürlich, ja, irgendwann will ich mal mein eigenes Ding machen. Und der Vater fühlt sich auch nicht mehr so richtig wohl. Und ja, er will auch dem Sohn nicht im Wege stehen. Und ist halt die Frage, was macht er nun? Und dann ist halt so die Frage, wo wir gemeinsam überlegen, was kann er denn machen? Das kann aus dem Thema Heizung sanitär sein. Das kann aber auch sein, wie führe ich ein Unternehmen und habe gleichzeitig führe meine Ehe. Er ist ja verheiratet die ganze Zeit, 30, 40 Jahre, ich weiß jetzt gar nicht. Das ist ja auch eine Leistung, das muss man ja erst mal schaffen. Oder ein anderes Thema wäre, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, dass die immer bei der Stange sind und dass die Kundendienstmonteure, wenn sie draußen sind, gut mit den Kunden auch umgehen und auch schauen, was könnte der Kunde noch gebrauchen. Das sind alles so Sachen, die mittelbar mit dem Business zusammenhängen und woraus man ein neues Thema machen kann.
Und es ist aber auch so, dass ich sage, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt ein neues Ladenlokal aufmache und mich wieder binde, sondern die Zeit hat es ja gebracht, dass wir viel mobiler sein können, online arbeiten können, dass wir unser Wissen zur Verfügung stellen auf ganz neuen Wegen. Wie ist denn da die Offenheit? Jetzt denke ich mir, so ein Sanitär- und Heizungshandel, der hat vielleicht die Digitalisierung verpasst, sag ich mal. Und Sie sagen jetzt, oh, wir können das auch online machen. Wie reagieren die da drauf? Erstaunlicherweise sind sehr viele offen und die gucken auch auf die jungen Leute, die dann so im Internet unterwegs sind und staunen, was da für Geld verdient wird. Und ja, ist natürlich auch ein bisschen scheu davor und viele haben auch schon Kurse besucht, Online-Kurse, die nicht so zu dem Erfolg geführt haben. Aber wenn ich so im Gespräch bin, ist doch der Mut da und sie wollen schon. Und man muss ja nicht ein reines Online-Business machen. Zum Beispiel kann man die Kundengewinnung über das Internet organisieren und dann vielleicht doch die Beratung offline machen. Ja, manche sagen, ja, ich muss da immer einen sehen. Ich muss den sehen, sonst wird das nichts hier. Das gehört natürlich dazu. Aber mittlerweile gibt es Skype, gibt es schon sehr lange, ja. Zoom gibt es. Ja. Und wenn man das einmal gemacht hat, das sehe ich auch bei meinen Unternehmern, dann sind die voll begeistert. Da hat man jemanden, zwar nicht körperlich vor sich, aber man sieht die Mimik, man hat die Stimme. Es ist fast wie persönlich. Das heißt, ich lerne eigentlich nicht nur nochmal ein Unternehmen aufzubauen, sondern es ist auch eine Möglichkeit, sozusagen ganz andere Formen von Unternehmensaufbau. Genau. Die Unternehmer kennen das aus ihrer Anfangszeit, dass das so die Tippel-Tappel-Tour waren mit Haustürklingeln eventuell oder viel Briefe schreiben und viel telefonieren. Das ist ja heute alles nicht mehr. Es geht ja viel einfacher. Und das Internet bietet so tolle Möglichkeiten, wenn man weiß, wie. Sie sind ja selber jemand, der sogar Sie haben einen Doktortitel, das weiß ich. Sie haben selber als Führungskraft gearbeitet. Sie haben selber lange ein Unternehmen geleitet. Und Sie sagen, bauen Sie ein Business nach dem Business auf. Und es gibt so viele Wege. Sie kommen aus dem Offline-Business, sind im Online-Business. Was sind da die Wege und Brücken oder Stolpersteinchen, die mir begegnen können? Wo muss ich lernen, wenn ich älter bin, damit umzugehen, mal den Weg gehen zu wollen? Was braucht es da? Naja, ganz wichtig ist erstmal zu gucken, was interessiert mich wirklich? Wo hängt mein Herz dran? Was möchte ich gern machen? Weil viel zu oft hat man das ja im Laufe des Lebens unterdrückt, weil man sich dessen vielleicht nicht so bewusst war. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, es gibt ja für alles Hilfe. Wenn man jetzt bestimmte Sachen hat, was man gern machen möchte und weiß jetzt nicht so richtig, wie packe ich das an, es gibt ja Hilfe. Und man weiß auch, wo sind die eigenen Stärken und wo hole ich mir lieber, kaufe ich mir das halt dazu, dieses Know-how, was mir eventuell noch fehlt. Jetzt hat ja so ein Unternehmer, denke ich mal, der hat ja mal viel investiert in sein Unternehmen, vielleicht gut verkauft, wenn er Glück gehabt hat. Könnte jetzt eigentlich sagen, okay, das Säckle ist jetzt voll. Jetzt können wir mal schauen, jetzt, wie viel müsste der investieren, wenn er wieder ein Unternehmen anfängt? Wir wollen ja nicht sein gut verdientes Rentendasein in das neue Unternehmen investieren. Also wie hoch sind so Investments, wenn ich starte mit meinem neuen Business? Was sind da so Empfehlungen? Das hängt natürlich ganz davon ab, was derjenige machen möchte. Erstmal Glückwunsch, wenn er überhaupt sein Unternehmen verkauft hat und das noch zu einem guten Preis. Das kommt ja gar nicht so oft vor. Also ich persönlich empfehle, mit den Investitionen nicht so groß ranzugehen, sondern was Kleineres zu machen. Das Internet zu nutzen, was braucht man dazu? Man braucht dazu natürlich die Rechentechnik, man braucht auch ein Smartphone und ein bisschen Software dazu, aber dann kann man das von jedem Ort der Welt aus machen. Also und sich da nicht so nochmal zu investieren. Zumal man ja auch von der Bank zum Beispiel keinen Kredit mehr bekommt. Als älterer Mensch ist man ja nicht mehr kreditwürdig. Ja, also das auf dem normalen Maß zu halten mit den Investitionen. Genau, denn der Gedanke ist ja auch, das muss man sich auch überlegen, dass die jungen Wilden, sage ich mal, die jungen Alten, heute schon keine Kredite mehr bekommen, wenn sie starten wollen, nochmal durchstarten wollen. Das ist ja erschreckend für das Bild, was wir an Senioren mittlerweile haben. Die sind viel flotter, viel dynamischer. Also meine Großeltern waren da anders drauf als die Generation, die da jetzt so den Omas und Opas zählen. Mhm. Wenn ich starten möchte, was wäre so Ihr Tipp? Was sollte ich als erstes tun? Ja, als erstes zu gucken, was interessiert mich, was möchte ich gern machen und dann natürlich im Internet gucken, wo hole ich mir die Hilfe, die ich eventuell brauche. Und wer eine Abkürzung nehmen will, der holt sich halt einen Coach, der schon da ist, wo derjenige hin will und nimmt halt die Abkürzung und startet sein Business dann etwas schneller. Denn es gibt ja viel zu lernen für dieses neue Business, wenn man es auf online umstellt.
Ist richtig. Und es wäre auch schade, darauf zu verzichten, weil gerade die Kundengewinnung läuft online viel besser, als wenn man das so Tippeltabeltour per Post und genau, wer macht schon Akquise gerne? Das zu automatisieren ist der Traum von jedem Unternehmer. Gleichzeitig umschalten, dafür haben Sie heute eingeladen, liebe Frau Sabine Oranien, als Coach für Seniorunternehmer Mut zu machen, das Business nach dem Business zu starten, denn definitiv die Jahre von 60 bis 90 sind genauso lang wie von 30 bis 60. Also genussvoll dieses noch zu erleben und sich wert zu sein, jung zu sein. Und ich glaube, wir haben heute auch gelernt, dass für Alt und Senioren wir noch ganz neue Begriffe finden müssen. Recht herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ja.